Willkommen zu Star Citizen und einem Missionsguide. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. In diesem Guide beschäftigen wir uns mit der Questlinie um den mysteriösen Ruto, welche über ein Terminal auf Grimhex verschiedene illegale Missionen für Outlaws anbietet. Zugang zur Questlinie von Ruto erhalten wir über eine Appointment-Mission, direkt über unseren Contract Manager. Hier finden wir unter dem Personal-Tab und dort unter dem Tab Appointment die Mission, bei Ruto auf Grimhex vorbeizuschauen. Also begeben wir uns zum Bereich Crusader. Dort orientieren wir uns nach Yila, um dort letztlich die Outlaw-Station Grimhex anzufliegen. Auf Grimhex angekommen, erhalten wir über unseren Missionsmarker den Standort unseres Missionsgebers. Und nachdem Grimhex doch sehr verwinkelt sein kann, gehen wir den Weg natürlich zusammen, um euch einige Irrwege zu ersparen. Und kurz bevor wir Ruto erreichen, noch ein Tipp. In der Auslage finden wir diverse Hacking-Karten, welche unterschiedliche Preise und Eigenschaften aufweisen. Diese sind nicht überall verfügbar und wenn wir schon hier sind, lohnt es sich in jedem Fall, direkt einige einzukaufen. Zudem werden wir im späteren Bereich dieses Guides feststellen, dass wir diese Keys auch direkt einsetzen können, um ein etwaiges Crimestat direkt wieder loszuwerden. Ein paar Schritte weiter im Hinterraum finden wir dann eine Konsole, welche eine direkte Verbindung zu unserem Missionsgeber herstellt. Hey. There's a problem that needs to be eliminated. This contract explains the rest. Und somit haben wir unsere Appointment-Mission erfüllt und werden direkt mit einer ersten Mission des kriminellen Ruto versorgt. Übrigens handelt es sich bei diesem Hologramm um den ehemaligen Imperator Costigan, da die Identität Rutos bisher ein absolutes Geheimnis ist. Allerdings hat er direkte Kontakte zu den Ninetales. Und bereits an dieser Stelle der wichtige Hinweis: Viele der Missionen von Ruto beinhalten zwei getrennte Ziele, welche innerhalb eines knapp bemessenen Zeitlimits ausgeschaltet werden müssen. Daher bietet es sich sehr an, einen kriminellen Freund mit einem zweiten Schiff mitzubringen. This hell to pay, and the cross I bear. Wait a time, well deserved, what can I say? I'm a son of a bitch for the things I've done. Unsere auszuschaltenden Ziele, welche zunächst kleine Einsteigerschiffe darstellen, befinden sich in nächster Nähe um Yila und Grimhex. Also ist der Weg zu den Missionsgebieten sehr kurz. Und mit Grimhex ist ein sicherer Hafen für Kriminelle auch in direkter Reichweite. Zumal unsere Ziele, ohne dass wir ein Crimestat besitzen, absolut ahnungslos sind, dass sie in wenigen Sekunden von uns angegriffen werden. Die Absprache mit eurem Partner, welcher das zweite Ziel im besten Fall bereits im Visier hat, erleichtert die Koordinierung ungemein. Und die Bezahlung, selbst wenn diese durch das Sharen der Mission mit eurem Partner aufgeteilt wird, ist mit jeweils 16.000 Alpha UEC für etwa eine Minute Arbeit äußerst lukrativ. Und nach unserer erfolgreichen Feuertaufe für Ruto erhalten wir unbegrenzt weitere Missionen, welche sich in puncto Schwierigkeit, analog der legalen Kopfgeldmission, weiterhin steigern, bis zu Missionen, die 40.000 Alpha USD und mehr für einen sehr geringen Aufwand einbringen. Hierbei handelt es sich bei den 32.000er Missionen um kleine Einsteigerschiffe, bei den 37.000er Missionen um Schiffe der Cutlass-Kategorie und bei den 40.000er Missionen um die Constellation-Serie, jeweils mit einigen Begleitschiffen. Allerdings haben illegale Missionen natürlich auch einen deutlichen Nachteil.
sollten wir nicht im Vorfeld die Strafverfolgungsüberwachung deaktiviert haben, was wir in einem weiteren Guide im Detail behandeln, erhalten wir mit der Zeit doch ein erhebliches Crime-Stat, wobei ab einer Stufe von 3 ein Kopfgeld auf unseren Kopf ausgesetzt wird, welche andere Spieler annehmen können. Somit müssen wir über kurz oder lang damit rechnen, dass auch andere Spieler Jagd auf uns machen. Und natürlich provozieren wir mit der Zeit Kräfte der UAE Navy und der Sicherheitsbehörden, welche aktiv gegen uns vorgehen. Aber nachdem es hierfür noch eine ganz spezielle kriminelle Mission gegen die UAE gibt, gibt es auch hierzu nochmals einen dedizierten Guide, welcher sich mit dem Kampf gegen die Navy befasst. Die Missionsreihe um Roto gibt Spielern, die gerne auf der anderen Seite des Gesetzes stehen, die Möglichkeit, das Gegenstück der legalen Kopfgeldmission ausleben zu können und hierbei eine sehr lukrative und effektvolle Möglichkeit finden, ihren Kontostand aufzubessern. Zumal wir es mit teils abwechslungsreicheren NPC-Gegnern zu tun bekommen, als diejenigen, die wir aus den legalen Missionen kennen. Allerdings hat jede kriminelle Karriere irgendwann ein Ende. Je nachdem, wie geschickt wir uns anstellen, überleben wir das dann vielleicht sogar. Weshalb wir uns anschauen, wie wir unser aufgebautes Crime-Stat möglichst schnell und vor allem lebend wieder entfernen können. Hierfür begeben wir uns zur Sicherheitsstation Korea, welche wir direkt in nächster Nähe im Bereich Cellen finden. Und eine Hacking-Karte haben wir ja bereits am Anfang mit eingepackt. Allerdings sollten wir dringend mit unserem Crime-Stat nicht direkt auf den Plattformen landen, nachdem wir bereits beim Anflug von der Stationsverteidigung beschossen werden. Daher mein Tipp, landet unterhalb der Plattformen mit einem möglichst kleinen Schiff, dann erreichen euch die Geschütze nicht. Allerdings auch innerhalb der Station lauern Gefahren, in Form von NPC-Piraten sowie Spielern, die auf Kriminelle wie uns nur warten. Daher heißt es wachsam bleiben und eine möglichst große Waffe mitbringen. Haben wir die Bedrohungen vor Ort ausgeschaltet, können wir uns im Zentrum an das UAE-Terminal begeben, wo wir mit unserer Hacking-Karte Zugriff erlangen können. Dies dauert je nach Karte unterschiedlich lang, wobei wir immer wieder den Vorgang bestätigen müssen. Und je nachdem, wie viel wir auf dem Kerbholz haben, dauert auch das Entfernen der einzelnen Straftaten teils mehrere Minuten. Und auch während dieses Vorgangs kann es immer wieder vorkommen, dass wir von Spielern oder NPCs angegriffen werden. Aber wir haben ja unsere möglichst große Waffe dabei. Und nach dem Entfernen unseres Crime-Stats sind wir wieder ein absolut unbescholtener und natürlich gesetzestreuer Bürger. Ach ja, die Arbeit für Ruto lindert nicht die Reputation für die legalen Rufaktionen. Und noch eine Warnung, sollte etwas schiefgehen, wir von Spielern oder NPCs erwischt werden, ist unsere kriminelle Karriere auf eine andere Art und Weise vorbei. You
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und vielleicht sogar ein Subscribe hier. Illegale Missionen wie die um den mysteriösen Ruto können schnell und effektiv sein, wobei sich die Verdienstmöglichkeiten hier auf keinen Fall hinter den legalen Varianten verstecken brauchen. Jedoch gilt es entweder ein Crime-Scene zu vermeiden oder dieses dann effektiv wieder zu entfernen. Alternativ begibt man sich ohne weitere Nachteile am Ende einer solch ausgedehnten kriminellen Karriere einfach über Nacht nach Clasher. Aber wie immer interessiert mich eure Meinung zum Thema. Findet ihr die Career-Station noch zeitgemäß? Schreibt es mir gerne in die Kommentare im Discord oder in den fast täglichen Twitch-Livestreams. Und wie immer, das Wichtigste ganz zum Schluss, ein herzliches Dankeschön an alle Patreons, Kanalmitglieder und Twitch-Subscriber. Ohne euch wäre das in dieser Form gar nicht möglich. Ihr seid eine enorme Motivation. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr rockt! Und natürlich gibt es auch diesen Monat wieder umfangreichste Giveaways. Wie ihr daran teilnehmen könnt und was euch erwartet, findet ihr im Discord oder im Ankündigungstrailer im Kanal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis bald und sage wie immer, see you in the verse.